Wir wollen nicht, dass den Leuten die Straße weggenommen wird, wie hier. Wir wollen nicht, dass den Leuten die Heimat weggenommen wird, so wie hier. Das ist nun mal ihre Heimat. Und dann habe ich den Mann gefragt, aber ich höre Ihnen doch zu. Wollen Sie mir nicht erklären, was Ihr Problem ist? Er meinte, er habe mit dem Mann von der SPD geredet, der würde ihm helfen. Lörrach. Nachdem nun vier Landtagsabgeordnete der AfD-Fraktion im baden-württembergischen Landtag Strafanzeige gegen die Geschäftsführung der städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach erstattet haben, Grund ist der Verdacht der Nötigung zum Nachteil der Mieter der Wölblinstraße 21 bis 29, wir berichteten bereits zuvor, fand am Samstag, den 25. Februar, direkt vor den Anwesen der betroffenen Mieter eine angemeldete Demo der AfD gegen die Vertreibung der Mieter statt. Die Polizei sicherte den Bereich ab. Mein Name ist Raimund Hoffmann, ich bin Landesvorstand der Partei und wir haben heute hier eine Kundgebung gegen die Vertreibung der Mieter aus den Wohnungen abgehalten. Es sind ja doch einige Redner da gewesen und auch, ich habe ein paar Leute gesehen von den Bewohnern. Sind Sie da zufrieden mit dem Ergebnis? Also ich habe mit einigen Bewohnern geredet, machen wir 4, 5. Es gab eine Person, die war sehr unzufrieden, dass wir da sind, müssen wir auch akzeptieren. Aber auch im Großen und Ganzen waren die froh, dass wir auf die Situation aufmerksam machen. Und ich habe auch mehrere gesehen, die sich bei unserer Kundgebung teilgenommen haben. Von daher sind wir ganz zufrieden. Wie sind jetzt die weitere Vorgehensweise hier? Werden die Bewohner noch irgendwie aufgeklärt? Weil man muss ja nicht raus. Es ist ja eigentlich schon rechtswidrig. Man kann hier nicht rausklagen wegen Flüchtlinge. Wir haben, also ich habe in meiner Rede auch ganz klar gesagt, die Leute sollen sich an Rechtsanwälte wenden. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Natürlich freuen wir uns, wenn sie sich auch an unseren Gemeinderat, an unsere Kreisräte und an unsere Rechtsanwälte wenden. Als Partei haben wir noch gute Rechtsanwälte. Da wird ihnen auch geholfen. Das wäre ein Weg für die Bewohner, um aus dieser Situation rauszukommen. Sehe ich genauso wie Sie. Nach Informationen von Schwarzwald TV war bis Stand Ende Februar niemand der betroffenen Mieterinnen und Mieter im Deutschen Mieterbundkreis Lörrach e.V. Mitglied. Die Mitgliedschaft pro Jahr kostet 90 Euro zuzüglich einer einmaligen Aufnahmegebühr von 20 Euro. Doch was ist, wenn es betroffenen Bewohnerinnen und Bewohnern finanziell nicht möglich ist? Also wie ich gesagt habe, die Leute sollen sich an uns wenden. Ich denke, bei uns ist da Hilfsbereitschaft. Und wie ich gesagt habe, ich kann mir auch vorstellen, dass unsere Anwälte, die wir in der Partei näher haben, pro bono, also freiwillig arbeiten, gerade wenn das zu gewinnen ist und die Gegenseite zahlt. Um bei der Aufklärung der Betroffenen mitzuhelfen und Informationsmaterial des Mieterbundes zukommen zu lassen, haben sich freiwillige Menschen aus der Region am Montag bereit erklärt und Infoblätter in die Briefkästen eingeworfen. Einer der Helfer erklärte gegenüber Schwarzwald TV, dass er für die so wichtige erste Jahresmitgliedschaft des Mieterbundes, damit die Mieter den Angriff abwehren können, für 3 Mieter aufkommen würde, wenn diese in finanzieller Not seien. Das sei Ehrensache, sagte er. Neben Raimund Hoffmann ist auch Thomas Seitz, Mitglied des Bundestages der AfD-Fraktion, am vergangenen Samstag nach Lörrach gekommen. Die Kundgebungen folgen unzensiert in Kürze auf diesem Kanal. Nach Veröffentlichung finden Sie den Link in der Videobeschreibung.